Hi mal wieder. Ja, ein wichtiges Thema für die E-Bike-Ecke. Heute Teil 2 ist natürlich die Frage, die häufig kommt: Wie viel Gewicht verträgt eigentlich das E-Bike? Also wenn man selber mit Rucksack, was man noch dabei hat, auf wie viel Kilo kommt man, für was ist das Bike zugelassen? Das ist eine wichtige Frage, weil da kommt gerade der Punkt, also stellt euch mal vor, ein Mann, Mitte 40, lange keinen Sport gemacht, Körpergröße 2 Meter, der muss noch nicht mehr extrem, sag ich mal, einen großen Bauchumfang haben, aber allein schon durch die Größe kommt da viel Gewicht zusammen und vielleicht gerade Leute, die sagen, ich fange mit dem E-Biken an, um fit zu werden. Und da kommt die Frage, was ist denn das Maximum? Und ich kann euch das jetzt nicht pauschal beantworten, weil da müsst ihr beim Hersteller nachfragen. Und da können die euch genau sagen, was an Systemgewicht für die Bikes, für die einzelnen Modelle zugelassen ist. Die gute Nachricht ist natürlich, dass die Hersteller der E-Bikes und auch E-Mountainbikes das wissen, dass ihre Zielgruppe oft vom Gewicht in der höheren Klasse sind, gerade dann mit komplettem Gepäck und so weiter. Deswegen haben sie die Bikes, auch wegen dem Motor und dem Akku, sehr stabil konstruiert. Also da geht es bei E-Bikes geht's nicht wie bei normalen Mountainbikes um schön leicht und hier noch ein bisschen was Material sparen und so weiter, sondern die Dinger sind massiv. Da bin ich auch super froh, wenn ihr jemand seht. Also das Bike wiegt vielleicht so 24 Kilo und man sieht auch, das Ding ist einfach stabil. Also ob sich da jetzt jemand mit 60 Kilo draufsetzt und irgendwo runterballert oder einer mit 100 Kilo, das ist dafür ausgelegt und es ist auch für Offroad, für Trails und so weiter zugelassen. Wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr einerseits mal prüfen, welche Hersteller, das sind oft kleine Hersteller oder vielleicht auch mal ein großer Hersteller, der da gemerkt hat, da geht was im Markt, kleine Hersteller, die sich auf sehr schwere Menschen spezialisiert haben. Das sind dann meistens auch Custom-Schmieden, die auch gleichzeitig Rahmen haben für sehr kleine und leichte Menschen, wo man im normalen Sortiment einfach nichts kriegt, weil die so klein sind, so kurze Beine haben. Da gibt es auch wieder sehr gute Räder für extrem große Menschen oder auch für sehr schwere Menschen, wo dann die Freigabe gegeben ist, zum Beispiel Schauf, weiß ich, dass sie da ein Modell haben bei den normalen E-Bikes, das ist kein Mountainbike, was extra spezialisiert ist auf sehr große und schwere Männer. Genau, und da macht es Sinn mal zu gucken. Dann könnt ihr im gleichen Zug mal fragen, wenn ihr sagt, ich bin mehr im Gelände unterwegs, ich fahre E-Mountainbike, E-Enduro, welche Drophöhe darf ich denn mit dem Bike überhaupt machen? Weil es ist ein E-Mountainbike, da wisst ihr, die Hersteller haben auch Kategorien. Es gibt vielleicht auch so ein einheitliches System, müsst ihr dann mal fragen beim Hersteller. Manche machen es vielleicht auch ein bisschen individuell, dass sie sagen, okay, diese und diese Kategorie heißt Drophöhe bis zu 1 Meter und so weiter und so fort. Das ist halt gerade wichtig, wenn ihr wenn es um das Thema Garantie geht und vielleicht habt ihr einen Riss im Rahmen und dann ist natürlich für den Hersteller wichtig auch zu wissen, warte mal, was hat er denn da auf YouTube gepostet, der springt da mit einem Roadcap, das ist aber nur für 1 Meter Drophöhe freigegeben. Also da müsst ihr natürlich gucken, für euren Einsatzzweck, schaut auch, dass ihr das passende E-Bike wählt und wenn ihr eher schwer seid, fragt auf jeden Fall beim Hersteller, was ist so die maximale zugelassene Gewichtsangabe. Ja, ich bin auf eure Erfahrungen gespannt, schreibt mal in die Kommentare. Musstet ihr da lange suchen, um ein passendes Rad zu finden, ein passendes E-Bike und habt ihr da vielleicht auch Diskussionen mit dem Hersteller und dem Händler gehabt, dass es vielleicht ein gutes Rad für euch gäbe, aber scheitert daran, dass es nicht für euer Gewicht zugelassen ist? Super, wir sehen uns im nächsten Video der E-Bike-Ecke oder anderen Formaten. Bis dann, ciao.